Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich bin wieder hier in der normalen Minecraft-Version, was heißt normal? Ich zocke ja nebenzu noch die Windows 10 Edition. Oh, was liegt denn hier? Warum liegt das da? Was ist das? Schwarzpulver? Ach, da war glaube ich was. Ah, ich sehe auch gerade, wir könnten den Happen essen. Vertragen. Hauen wir mal uns den Ranzen voll, dass wir uns hier wieder regenerieren. Ja, wie immer. Nicht wie immer, aber immer öfter. Nee, ich habe wieder mal eine Pause gemacht zwischendrin und Windows 10 gespielt. Jetzt weiß ich nicht mehr, Leute, was hier Sache ist. Ich wollte irgendwas ändern hier. Warum? Weiß ich auch nicht mehr genau. Ach ja, doch, weil hier der Anschluss 2 hoch ist. Das war, glaube ich, die Aktion. Und hier einen Moment, ich werde mal ein Glas hier rausbrechen. Das machen wir mit dem Diamantpickel, damit uns das nicht verloren geht. Die Problematik war die, was war denn eigentlich die Problematik, dass das hier zu hoch war, gell? Dass wir das weiter wohin setzen müssen? Pass auf, wenn ich möchte. Haben wir eigentlich irgendwo ein Bett? Nur drüben, gerade in unserer Bude. Im Baumhaus, weil es gerade dunkel wird, meine ich bloß. Und ich natürlich ganz gern möchte. Oder haben wir da oben ein Bett hingestellt? Ne, ich glaube nicht, gell? Ne, da steht nur eine Workbench. Wir brauchen ein Bett hier und eine Truhe. Mit Holz. Ich habe 6 Eisen. Da könnten wir doch. Und eine Schere machen. Halt. Und ist ja nicht wie bei armen Leuten. Wir sind ja nicht weit weg hier. Wir holen uns einfach hier ein paar. Oh nein. Schick. Zwei Wolle reicht. Zwei reicht nicht, aber hey, jetzt reicht's. Wir müssen da oben dieses Dach ändern, abändern. Wie auch immer wir das anstellen wollen. Lass uns mal schnell hier was ablegen in der Kiste. Wir hauen mal das da rein, dann hauen wir das Ei da rein und tun mal die Bäume weg. Achso, ich hätte ja hier
Ah ne, ich nehme trotzdem die. Wenn wir die gerade nicht brauchen. Ich habe hier gerade irgendwas gehört. Darum habe ich gerade... Sagt, Scheiße, mein Bett ist weg. Nee, da liegt's. Ich habe da irgendwas gehört. Und jetzt bin ich nicht mehr schnell genug aus dem Menü rausgekommen. Aber Gott sei Dank sind wir nicht gestorben. Alles andere können wir hier wieder aufbauen. Die Frage ist, wollen wir überhaupt alles aufbauen, wenn der uns hier schon ein bisschen Arbeit abnimmt? Vielleicht lassen wir das einfach hier mal so. Wer weiß. Workbench. Halt, da nehme ich wieder. Die Kiste ist ja Gott sei Dank heil geblieben. Ja. Bitte. Danke. So. Und das Bett. Wo stellt man das hin? Sollen wir es auch hier herstellen? Oder sollen wir es lieber unten ins Licht stellen? Ach komm. Dahin. So, dann schlafen wir schnell eine Runde und hoffen, dass uns nicht gleich wieder der Creeper in die Luft springt. Ach ja, so wunderbar. Auch wenn die jetzt hier noch ein bisschen rumgeistern könnten. Wir müssen irgendwas hier an diesem Ding ändern. Ich muss mal das noch mal kurz anschauen. Boah! Alter! Schon wieder diese Bekloppte. Geh weg. Ich habe doch gesagt, gerade sage ich noch, die können immer noch rumgeistern. Hier. Hat noch nicht einmal Schwarzpulver da gelassen. Bastard. Oh, sorry. Das wollte ich nicht sagen, lieber Creeper. Doch, wollte ich. Ja, wir müssen irgendwie das hier anschließen. Die Frage ist nur, wie. Denn das funktioniert einfach so nicht. Eigentlich wäre es egal, gell, wenn ich drei habe und hier. Hier zwei raus. Ich meine, genau gleich kann das hier ja nicht werden, weiß ja. Wenn ich jetzt hier noch einen hergehe. Ich muss das mal kurz ausprobieren, es hilft einfach nichts. Ja, so nicht. So. Jetzt haben wir das hier. Verbunden. Was passiert, wenn ich das hier rausnehme? Okay. Kommt es von vorne. Hier ist es von der Seite und schließt mit einer ganzen Ding hier an.
Wenn ich das nämlich hier auch 3 hoch mache, dass wir hier gleich eine 3 hohe Wand haben. Und das hier auch so haben. Ich glaube, das könnte man so lassen, oder? Dann nehmen wir das da weg. Und machen das hier um 1 schmäler. Ist das dann in Ordnung für uns? Können wir damit leben? Ich wollte gerade sagen, nicht runterfallen. Schon zu spät. Skelett höre ich auch hier irgendwo. Aber der ist mal nicht so das große Problem. Andererseits. Wir können hier überlege ich mir noch. Ich habe gerade gedacht, wenn wir hier einfach noch einen rausgehen, so als Dach, und hier trotzdem Ende machen, wir werden sehen. So, und dann können wir das jetzt hier so lassen. Was mir jetzt nicht gefällt, ist die Seite hier, denn hier würde ich schon ganz, ja, ganz gerne, ups, das hier etwas gefälliger anpassen, das Ganze, so. Dass es nicht allzu steil hier nach oben geht. Was ich dann jetzt hier mache am Ende, das weiß ich nicht. Ob ich das hier einfach an den Berg anschließen lasse oder ob wir uns da noch einen Weg rum machen am Ende, das werden wir dann sehen. Aber ich denke, ich werde jetzt mal hier dann das Dach hoch machen. Oh. Alter Vater, ist ja peinlich hier. Ich weiß nicht, wie weit. Das gehen wird. Das müssen wir mal gucken. Denn ich wollte ja eigentlich Schwarzeiche, Schwarzeiche, das ist alles Schwarzeiche. Was ist denn das hier? Das sind, ist Eiche. Also die Dinger sind nicht die richtigen. Hallo? Komme ich da noch hin? Gerade so. Ich glaube, dass es von hier unten zu bauen fast noch ein Ticken einfacher ist, wie wenn ich dann oben stehe. Wobei, irgendwann müssen wir hoch. Wobei ich immer noch, ja, ich bin dann noch am Schauen, ich will ja hier wieder einen Giebel. Also dass das, ja, das kriegt halt so mehrere so
Bisschen moderne Giebel, ist aber trotzdem aus Holz. Ups, ja, falsch. So dass das trotz seiner etwas moderneren Art hier natürlich in unser bisheriges Konzept einigermaßen reinpasst. Jetzt muss ich aufpassen, denn hier haben wir ja jetzt. Brauche ich den hier noch? Oder reicht uns da? Das schauen wir nachher gleich. Weil es könnte ja sein, dass uns da sogar der Ding reicht. Der halbe. Und wir müssen ja da immer noch der Vollständigkeit halber diesen hier machen, oder? Stimmt doch. Sonst regnet es uns nämlich da überall durch. Und das will ich eigentlich vermeiden. Mal schauen, ob das überhaupt so ja, dann ganz, upsala, ganz genau passt, wie ich mir das vorstelle. Das müssen wir ausprobieren. Wir brauchen sowieso Material. Das kommt gerade gelegen, denn dann können wir gleich eine Runde schlafen. Solange hier die Sonne untergeht. Irgendwie Holz. Nee. Wir brauchen auf alle Fälle Holz. Denn hier kriegen wir ja nur Schwarzes raus. Und ich brauche Eiche. Das heißt, wir müssen in unsere Bude. Oder? Pass mal auf, wir machen noch Folgendes. Wir können noch Folgendes machen. Ich bin ja hier zu hoch gegangen hier. Dem ganzen Zeug da. Das hauen wir schnell raus. Da bin ich nicht wirklich mitgedacht hier bei der Arbeit. Das heißt, hier können wir ein bisschen was rausnehmen. Klatschen das hier rein. Das kommt raus. Und dann können wir hier wieder rein. Und wenn wir dann da doch noch so einen Giebel machen, dann müssen wir es halt wieder rausreißen. Das hilft nichts, aber so habe ich ein bisschen bessere Orientierung. Das Ganze anbelangt. Ich sammle mal das Zeug hier schnell ein. Und dann eins nach dem anderen dahin. Und so. Dann würde ich sagen, machen wir eine Pause. Ich bedanke mich natürlich bei euch wieder
fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und dann werden wir uns hier um diese... Ob das nicht einfacher gegangen wäre, etwas materialsparender. Hier. Diese Dachkonstruktion kümmern. Okay, also auf jeden Fall bedanke mich, wie schon gesagt, fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und bis dahin verbleibe ich wie immer, euer Eddie.